Hey, ich bin Benny Art. Ich mache die Stop-Motion-Emission auf diesem Kanal hier. Ihr habt sie noch nicht gesehen. Nachholen, da unten, sofort. Nein, ich vermute mal, dass nur sehr wenige auf diesem Kanal jemals drauf waren und wahrscheinlich auch schon alles gesehen haben, was hier war, um mich möglichst gut haten zu können. Und man das auch. Was das hier eigentlich werden soll, ist ein kleines Infovideo, weil wir seit knapp 2 Tagen noch nichts mehr hochgeladen haben. Und ich mal davon ausgehe, dass nicht alle, die uns YouTube-technisch auch nur minimal verfolgen, irgendwie was mit uns bei Facebook zu tun haben. Genau. Was dazu führt, der Nachteil bei YouTube ist ja, man kann nur Videos hochladen. Ja, wirklich, tatsächlich. Hätte niemand gedacht. Und keine Bilder. Und ich kann schlecht in Videos unseren Fortschritt darstellen, denn wir arbeiten gerade natürlich an etwas, an einer relativ umfangreichen, langen und komplizierten Animation, die aber sehr viel Zeit beansprucht und auch noch lange nicht fertig ist. Wir haben noch nicht mal mit dem Aufnehmen angefangen, weil ich aber auf YouTube keine Bilder posten kann, Fotos und Testfotos. Ich habe jetzt nur einmal diese Testaufnahme mit dem alten Prototypen, der auch schon lange nicht mehr in Frage kommt, so wie er ist, der ist gar nicht mehr da. Deshalb wollte ich euch in diesem Video mal kurz zeigen, wie es denn gerade um das Projekt steht. Ein paar Fotos werden wahrscheinlich noch in so eine Art Dia-Slideshow eingefügt. Und jetzt zeige ich euch erstmal, wo ich gerade dran arbeite. Und dafür kommt mal mit. Da lang. Hier hätten wir erstmal den Prototypen, beziehungsweise die fast wahrscheinlich ziemlich fertige Figur. Die ist ziemlich groß, aber nicht sonderlich schwer und hat einzelne Finger, ich glaube, ja doch, sieht man, die auch sehr beweglich sind, weil die nämlich leer sind, im Gegensatz zu den Händen, also Arm meine ich, die nämlich komplett aus Draht sind, weshalb das Ganze sehr biegsam ist, aber die Form behält. Das brauchen wir aber auch so. Dann hätte ich hier noch die Kommode. Die ist soweit fast fertig, muss noch ein bisschen angemalt werden. Hier fällt noch immer wieder was ab. Und hier drin ist dann eine Maske versteckt. Die will sich gerade nicht zeigen. Moment, ich hole mal raus. So. Das wären dann also die beiden Masken, die ich angefertigt habe. Die werden dann für das Video auch ziemlich wichtig sein. Hier nochmal ganz normal eine, hör auf zu sammeln. Hier noch eine Figur, die man wahrscheinlich für die Aufnahme brauchen wird. Also einfach zum Umprobieren. Das muss ich nachher auf jeden Fall noch reinsetzen, weil die ansonsten viel zu sehr verstauben. Hier ist der Spiegel, an dem ich gearbeitet habe. Das ist Draht. Auf Draht, also umwickelt einfach. Und verschnörkelt. Ist jetzt unscharf. Nicht hier noch, ja. Also war unangenehm viel Arbeit, weil das Ganze nämlich sehr lange dauert. Und dann hätten wir hier noch kurz erste Testaufnahmen. Die werden dann auch nochmal in Slideshow angezeigt. Das wäre dann die Kommode in eigentlich schwarz-weiß, theoretisch gesehen. Und das hier ist wahrscheinlich das Bild für unser Video. Und ja, das wäre dann erstmal alles. Vielleicht werde ich dann nochmal nachher irgendwas reinschneiden. Aber ansonsten kommt nachher nur noch die Slideshow. Kurz Nachtrag. Das ist noch der Greenscreen, den wir verwenden werden für die Aufnahme. Greenscreen. Der ist natürlich noch verpackt, obwohl wir schon Testaufnahmen gemacht haben. Oh, Füße, 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 Füße. Hier ist noch das Skript, aber das werde ich euch jetzt nicht genauer zeigen. Ich zeige nur, wie viel das ist. Also allein schon das Skript zu verfilmen. Hier noch ein paar Gedanken, wie wir das Ganze aufnehmen wollen. Und dahinter dann noch Concept Arts für das Ganze. Bis auf das hier, das war nur so eine Zeichnung. So also. Ist schon eine ganze Menge, was wir da vorhaben. Aber ich bin mir sicher, das schaffen wir schon irgendwie, nicht wahr? So, und so, und so, und so. Das war's auch schon mit dem Nachtrag. Viel Spaß bei der Slideshow.